Hi, ich bin heute für Handball meets Handwerk hier in Biedenkopf-Wallau. Bin heute bei dem Friseurteam von Pompös zu Gast und wir gucken einfach mal, was mich da heute erwartet. Kommt einfach mit. Ja, Marie, dann würde ich sagen, zeigst du einmal genau. Die Räumlichkeiten, den Arbeitsplatz von dir, die Arbeitskleidung darfst du gerne schon aushändigen und dann treffen wir uns gleich wieder hier vorne. Ach, prima, das ist ja schon umgezogen. Dann kommen wir gerade eigentlich nach hinten, dann zeige ich dir einmal, wie man die Farbe mischt und dann darfst du auch gerne noch mit mir helfen auftragen. Sehr gut, machen wir. Geh mal einmal kurz nach hinten. So, ich habe nämlich hier schon alles vorbereitet. Ich habe mir einen kleinen Zettel geschrieben. Ja. Und dann dürftest du einmal anfangen, das in die Farbschale zu geben und dann mischen wir es um und dann. So, dann darfst du einmal von der 4-Strich, darfst du einmal 20 Gramm Farbe schon mal reinmachen. I've got the time. Ich gebe dir noch einmal deinen Pinsel, dann Jawohl. Gehen wir einmal nach vorne, dann fangen wir an. Alles du klar. Die Farbe auftragen. Sehr gut. Prima. Los geht's. Wasserstoffblond war richtig, ne? Passt. Genau, dann darfst du einmal mit dem Ende von dem Kamm, dass du einmal von hier oben bis zur Ohrmitte einmal abteilen, runter. Ja. Soll ich dir nochmal zeigen? Zeig's mir nochmal. Genau, das einmal so. Dann kannst du ein bisschen weiter hinten. Daumen einmal unten. Ah ja, okay. Genau, du hast jetzt schon mal prima mit mir die Farbe aufgetragen. In der Zeit ist schon mal mein anderer Kunde gekommen. Da bräuchte ich dann vielleicht auch nochmal deine Hilfe. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal rüber. Der Mann hat schon Angst. Nein, Quatsch. Ich habe ja jetzt gesehen, als Friseur muss man nicht nur Haare schneiden, sondern auch mixen, ja, auftragen, ja. Kompressen machen. Ja. Rasieren. Ja. Wie läuft denn so eine Ausbildung zum Friseur ab oder wie lange dauert sowas? Ja, die Ausbildung, die geht insgesamt 3 Jahre. Du hast, also ich gehe jetzt nach Marburg auf die Schule, du hast einmal die Woche Schule, alle 2 Wochen hast du 2-mal Schule und ja, sonst bin ich eigentlich dann hier auf der Arbeit. Und du wolltest schon immer Friseurin werden oder? Ich habe mich schon immer eigentlich so für den Bereich interessiert. Ich war früher schon so, dass ich so meinen Freundinnen dann die Haare gemacht habe. Okay. Ganz früher deinen Puppen die Haare geschnitten? Ja, genau. Also ich war eigentlich schon immer so in dem Bereich. So, Frau Müller, was darf es denn heute sein? Es hat noch eine schöne Flechtfrisur. Sie sagt nichts, also ist sie einverstanden. Ich habe schon gelernt, Passé ist eine Strähne. Ne? Ja. Können die Haare auch verbrennen, oder? Wenn man es zu langsam macht? Und am besten die Finger verbrennen. Umdrehen. Ja, es ist eine Locke. Es ist eine Locke. Also wenn jemand fragt, das war meine Locke hier. Ne? Nein, da ist keine Locke drin. Ist doch scheiße. Gleich sind, das sehen wir dann. Sieht auch richtig. Ich muss nochmal neu anfangen. Ist ja eine Übungspuppe, oder? Ich habe keinen Bock, bis unten zu flechten. Hat ein paar Haare verloren, aber... Einfach mal anmachen und draufhalten, ne? Vielleicht die Haare schon mal zu kehren. Ja klar, willst du mich bitten. Ist ein Praktikant dafür, die Haare aufkehren. Ist klar. Das mache ich auch jeden Tag zu Hause. Nicht.
Alles sauber. Alles? Alles. Na! Und Jessie, du bist hier die Chefin sozusagen. Jawohl, genau, richtig. Und als Chefin muss man dann den Meister machen, oder? Den Friseurmeister. Genau, somit kann man jetzt auch direkt nach der Gesellenprüfung gleich auf die Meisterschule gehen, die Prüfung ablegen und dann mit seinem Meistertitel sich quasi auch selbstständig machen. Und wenn man seine Gesellenprüfung abgelegt hat, wie lange dauert es dann, bis man, wenn man direkt die Meisterschule direkt besucht? Wie lange dauert es, bis man fertig ist? Also ich sag mal so, wenn man es jetzt auf einer reinen Friseurschule macht, dann kann man schon bis in 4 Monaten durch sein, gleich mit dem ersten Bestehen. Ja. Somit bin ich im Berufsbildungszentrum gewesen, habe dort meine Meisterschule gemacht und da folgen die Kurse nacheinander. Dann zur Prüfung und dann geht erst der nächste wieder los. Also du bist ja Friseurmeisterin, habe ich ja gelernt, dann darf man auch ausbilden. Du könntest ja auch sagen, ich mache meinen eigenen Laden auf, aber du bildest ja aus. Warum machst du das? Ganz einfach, das Wichtige daran ist, ohne Ausbildung in dem Sinne haben wir kein Nachwuchs einfach in unserem Beruf und somit ist es das A und O. Gut, ich würde sagen, wenn ich heute schon mal hier bin und auch jetzt wirklich genug gearbeitet habe, lasse ich mich jetzt mal hübsch machen. Ah ja, klar. Also ich war heute hier beim Friseur. Ich hatte einen super interessanten Tag. Ich habe viel gelernt, durfte viel selber machen. Habe gemerkt, dass Friseur nicht nur Haare schneiden ist, sondern viel, viel mehr dazu gehört. Man muss wirklich auf jedes Detail achten, von der Grammanzahl bei der Farbzusammenstellung bis zu jeder einzelnen Strähne, die man dann auch irgendwann aufkehren muss. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich habe heute nicht nur Haare an der Übungspuppe geschnitten, sondern habe auch Haare zusammengekehrt, Haare gefärbt, geföhnt. Habe mir selber meine Haare schneiden lassen. Und was hast du heute gemacht? Ja, also zu unserem Tag heute. Wir haben uns ja riesig auf den Michi gefreut und ich muss wirklich sagen, Hut ab für den ersten Tag beim Friseur. Die ersten Haare kehren, die ersten Zöpfe geflochten, Farbe aufgetragen, war wirklich super gut für das erste Mal, kann man nicht anders da sagen. Und auch für die Männer ist es oftmals noch etwas schwieriger als für die Damen, die sich ja sowieso zu Hause die Haare selber machen. Hat er das wirklich gut umgesetzt? Ja, doch, wir sind stolz auf ihn. So, ich wollte mich bedanken für den tollen Tag heute, dass ich heute bei euch sein durfte, alles miterleben durfte. Und ich kenne jetzt eure Welt und ich würde euch natürlich gerne jetzt mal meinen Alltag zeigen. Deshalb habe ich mir überlegt, da ihr heute so streng mit mir wart und wir ja nicht nur in der Halle trainieren, sondern auch Athletik und Krafttraining haben, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt mal zusammen ins Fitnessstudio gehen und die großen Gewichte stellen. Klar. Einverstanden? Los geht's. Dann los geht's. So Mädels, wir sind heute hier beim Krafttraining bei uns. Wir starten gleich mit einem Aufwärmprogramm, dann machen wir ein paar Dehnübungen. Dann anschließend gehen wir rüber zum Bankdrücken, machen dann noch ein paar Kniebeugen hinterher und zum Ende hin habe ich noch eine Spezialübung für euch. Okay, los geht's. We'll be right back.
oder nur alle zwei Tage oder wie machst du das so in der Regel immer? Also trainieren tun wir jeden Tag, das ist schon so. Hier im Fitnessstudio sind wir nicht jeden Tag, also es kommt immer auf die Zeit drauf an, in der Vorbereitung sind wir natürlich öfter hier, aber jetzt in der normalen Runde sind wir, denke ich, so 2 bis 3 Mal die Woche hier im Fitnessstudio und den Rest machen wir dann in der Halle. Bezüglich der Ausbildung, habt ihr nach der Schule was gelernt oder studiert oder seid ihr direkt alle zum Handball gekommen? Leider viel zu wenig Zeit neben Handball, also es ist wirklich ein Vollzeitberuf. Wir sind von morgens bis abends eigentlich unterwegs oder in der Halle. Da bleibt nicht so viel Zeit, noch was anderes zu machen. Es gibt aber viele von uns, die studieren nebenbei oder haben früher eine Ausbildung gemacht. Bei einer Ausbildung, da hatte ich nicht die Möglichkeit, weil ich direkt nach der Schule meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Ich habe aber während meiner Handballzeit ein Fernstudium in Sportmanagement gemacht. Ja, die Frage, die ich noch hätte, wäre, da du ja bei uns den Haarschnitt bekommen hast mit Kopfmassage, wie sieht das denn aus nach dem Training? Muss doch die Muskulatur gelockert werden und somit hätten wir doch auch eine Massage verdient, oder? Ja, das ist ein guter Vorschlag. Wir haben da tatsächlich auch Spezialisten dafür, ja, unsere Physiotherapeutin zum Beispiel, die wird das bestimmt gerne übernehmen. Dann bin ich raus aus der Sache. So, also wir hatten jetzt unser gemeinsames Krafttraining hier mit den Mädels zusammen. Ich finde, sie haben sich sehr gut angestellt, haben alles voll mitgezogen. Natürlich mit ein paar Übungen mit weniger Gewicht, aber das ist ja auch ganz normal. Und trotzdem haben sie Vollgas gegeben und wenn wir weiter so zusammen trainieren, dann können sie auch bald im Handball einsteigen. Ja, unser heutiger Tag ist sehr interessant gewesen, kann ich nur dazu sagen. Im Vergleich zu unserem Arbeitsalltag im Salon ist es sehr, sehr anstrengend gewesen. Auf eine andere Art und Weise anstrengend. Wir haben viel erleben dürfen. Wir haben uns richtig ausgepowert. Ich muss natürlich sagen, mein Beruf macht mir etwas mehr Spaß. Man ist einfach in dem gewohnten Umfeld. Das ist dann doch was anderes. Aber man könnte sich's, glaube ich, schon vorstellen, das ein oder andere Mal dann mitmachen zu wollen, können, dürfen. Das wäre jetzt nicht das Thema, muss ich sagen. Ja, hat uns echt gut gefallen. So, wir sind jetzt am Ende angekommen. Mhm. Mir hat es super viel Spaß gemacht bei euch. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß bei uns hier im Krafttraining. Und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal wieder. Ja, danke. Vielen Dank. Auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir hoffen, wir sehen uns. Ja. Alles klar. Gut. Mach's gut. Ciao. Und Kamera läuft. Hi, ich bin heute für Handball meets Handwerk hier in Marburg. Okay. Nicht in Marburg, sondern in Biedenkopf-Wallau. Ja. Hi, ich bin heute hier für Handball meets Handwerk.